Alles gut. Der Panzer ist im, der ist hier in der Mitte schon. Der ist drinnen schon im Gehör für. Der zielt ja auf. Der zielt auf mich, der sagt. Der zielt auf mich. Ja, der zielt auf mich, Stasi. Ja, ich bin manchmal auch so dämlich, da kommen manchmal bei mir so eine Versprecher, da feiern wir alle. Zu Weihnachten, was hatte ich da gesagt? Lass uns mal gefrorenes Eis essen oder so. Oder wie war das? Das ist auch so eine gute Sache. Da finde ich auch scheiße vom Battlefield, warum haben die nicht einfach reingemacht, dass man einfach weiterzocken kann in der Mission? Ja, das ist wie so ein Kettenverbund, meinst du jetzt bei? Ja, dass man auswählen kann, ob man weitermachen möchte oder nicht, so weißt du, aber so ist ja scheiße. Man kann nur auf Wiederholen drücken. Ich habe jetzt schwer... sowieso richtig viel IP, also weiß ich nicht. Serverbowser so ein richtiger, also die Filme. Ja, mit Favorites und so weiter, soll auch mal hinzu. Ja. Ich hoffe auch mal, dass die normalen Dinge hinzukommen. So wie Battlefield 4 eigentlich, aber... Die Community. Ja, Community. Ja, da, also, die, also das Allergrößte oder was halt Battlefield unbedingt machen muss, sind einfach die Community-Server. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, das haben echt Leute jetzt gesagt. Das sind einfach, ich habe meinetwegen so 20 gefragt, 18 Leute haben gesagt, wann kommt das endlich, ja? Und die Cheater, das ist die eine Sache, die müssen bekämpft werden. Es kann nicht sein, dass selbst Konsolenspieler jetzt schon so rumschreien, als wenn die PC-Spieler werden, so, weil so viele Cheater da sind, ne? Also das kann ja auch nicht sein. Und was war das andere? Achso, und Rang 100 muss jetzt mal kommen. Level 100 ja. So, ne? Also. Ja. Und mehr Waffen. Es kommt zwar jetzt das Rostgewehr, bald, beim, ich glaube in 3 Wochen oder 2 Wochen jetzt, ne, beim dritten Teil zuvor. Also nach dem nächsten Panzer kommt ja das Rostgewehr. Und dann generell mal mehr Waffen will ich. Die sind langsam alle, ich habe fast alle auf 10 jetzt. Aber es kommen ja neue Waffen. Ja, ja, das Rostgewehr, das Snipergewehr da. Ja, noch was ein Battlefield andere ist. Auch, wenn du auf Text guckst, da sind ja noch einige neue jetzt wieder drin. Ja. Ich habe jetzt, wie gesagt, beitreten geklickt, jetzt steht bei mir, warte auf Truppenmitglieder. Ja, bei mir auch noch. Ich glaube, dann auch. Hat einer von euch, ja, dann hat Dingens hier den Bug, glaube ich, den ich sonst immer habe. Ganz hart, bei mir steht Lusttipp dran und mehr hat. Was steht da dran nochmal? Da ist... Ladescreen und Tipp steht. Also ja, Ladescreen Anfang. Genau das, was ich habe. Und also, das ist der Bug wahrscheinlich. Schon gecrashed. Ja, dann bist du schon gecrashed. Kannst du neu starten, das Spiel. Der Leader jetzt oder der jetzt gecrashed ist? Der gecrashed ist. Siehst du, weil wir kommen jetzt sofort rein. Stimmt, der hat das gleich blockiert. Okay. Ah, der blockiert das gleichzeitig auch noch. Ah, interessant. Also muss jetzt kann er aber nicht mehr nachjoinen, wa? Nee, das finde ich auch scheiße, dass man nicht in-game nachjoinen kann. Ach, und das geht dann auch nicht mehr? Naja, auch noch nicht mal inviten kann man ja auch nicht. Der ist blockiert, kannst du ja nachschauen. Was ist das denn? Ah, jetzt verstehe ich, warum die Leute durchdrehen. Ja. Was, aber, was ist euch schon aufgefallen, wenn ihr, könnt ihr jetzt eben machen, wenn ihr bei einer Waffe geht, ne, und dann auf anpassen, ist schon die Echtgeldwährung da? Also ja, habe ich auch schon gemerkt. Ja, ich stimmt. Einerseits finde ich das irgendwie scheiße, dass sie das reinbringen mit der Echtgeld. Aber naja, irgendwie müssen die auch ihr Geld machen, ne? Ja, wenn, aber, wenn alle DCs free sind. Ja, das stimmt. Jetzt wartet mal, man hier so viel durcheinander kurz. Da kann jetzt ja nicht mehr nachschauen, da müssen wir jetzt ja nochmal... Müssen wir wieder beenden. Ja. Oh, Mann. Dieser Bug, ne, der nervt mich auch, also der regt auf. Ach, das ist doch Mist, echt. Das hab ich noch gar nicht so mitbekommen hier. Meine Güte, ey. Neue Features drinne, neue Bugs drinne. Ja gut, das stimmt, also da, ich wurde ja, da hätte ich das gewusst, dass ihr so krass da auch Bescheid wisst oder beziehungsweise drauf eingehen wollt, da hätte ich echt mal so ein Interview schon mal extra machen können. Nee, auf jeden Fall, die Sachen mit den Bugs hast du aber in jedem Game, sage ich jetzt mal. Ich habe mal gehört, dass in GTA selbst, GTA war am Anfang besser als jetzt. Durch die Patches ist es schlechter geworden. So interessant. Aber generell, man muss ja vergleichen mit anderen, wenn man das mit anderen Spielen vergleicht, Bugs sind immer in Spielen drin, aber so viele, oder man kann ja Battlefield 4 mal mit Battlefield 5 vergleichen. Battlefield 4 hatte am Anfang nicht so viele wie Battlefield 5. Ja. Was ich auch richtig lang krass hatte, sind die nach dem Tod die Violetten, die du von deinen Gegnern hattest und ja, immer auf dem Bildschirm gehabt. Das ist absolut krank gewesen. Und was jetzt auch ein weiterer Bug ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wenn ihr tot seid und beim Squadmate joinen wollt oder spawnen wollt wieder, ne, dass sie manchmal unter der Map buggen und sich irgendwie die komplette Kamera so wackelt, nach oben, unten und so weiter. Ja, wie so ein Exploit oder so, oder halt so extremer Bug. Diabolus, hast du die Einladung? Ich habe jetzt mal eine neue gesendet. Hast du die bekommen? Ja. Stopp gerade, Spiel neu. Ach so, okay, na dann war es zu früh. Wenn ihr drinne bist, sag mal Bescheid, dass... dass wir mal testen können. Aber das stimmt, da ist so ein, wenn du jetzt stirbst, ne, ist das der Bug, oder? Dann, ich bin direkt unter die Map geflogen letztens und da war so ein Wackler, wie so ein Wackler, so ein Extremer dann. Ja.
Ja gut, das, also wie gesagt, Bugs hast du ja immer, aber wenn jetzt ein Spiel rauskommt und besser ist als nach dem Patchen, das kann ja nie sein, nach mehreren Patches, also das kann ja eigentlich nie sein, ne, also. Und welchen Bug ich auch noch habe, ist, ich bin im Moment ein bisschen mit der K98 am Spielen, ne, ich krieg keine Aufträge rein. Ich habe die fertig, ne, also ich habe einen Auftrag erledigt, ne, aber ich kann nicht weitermachen. Für Gold, für die Vergoldung vom Magazin oder so. Aber du hast oder nicht... Nein, nicht vom Magazin, vom Dingens hier, vom, so, Dings fehlt mir drin. Jo. Vom Schaft. Aber du hast die sozusagen noch nicht vollständig auf Gold und kriegst aber keine neuen Aufträge rein, ne? So. Ja. Wir probieren es jetzt nochmal. Mal gucken. Ja, das ist auch so ein Bug. Jemand hatte schon alle Waffen vor ein paar Monaten auf Level 10, ne? Und hatte sozusagen bei einigen, da fehlten die Goldteile. Also da sind die Aufträge auch nie reingekommen. Das war aber vor 2 Monaten schon. Bei mir ist das halt jetzt bei der K98. Ich hoffe, das wird auch mal gefixt. Und bei den Singleplayer-Missions da. Beim Dingens. Bei dieser Tiger-Mission, keine Ahnung, wie die jetzt heißt, ne? Ich habe da die Briefe eingesammelt, aber ich krieg die Sachen nicht. Der letzte Tiger. Ich habe einmal die Briefe. Ja, ich habe Briefe eingesammelt, ne? Aber jetzt geht's irgendwie gar nicht mehr. Jetzt hat's funktioniert. Jetzt hat der Ladebildschirm nicht so lange geladen, scheinbar. Jetzt funktioniert's bei allen, oder? Ja. Ja, sehr schön. Jetzt funktioniert's. Oh Gott, also sorry doch mal, ich wusste jetzt auch nicht, dass hier so viele Probleme sind. Normalerweise. Ärgert mich. Noch ein Tipp für die Mission jetzt hier, ne? Nicht den flüchten lassen, der rennt weg bei schwer. Hier diese, den man umschießen muss. Der rennt weg. Okay. Also den am besten. Also wir müssen alle töten oder was, meinst du jetzt? Ja. Aber wir müssen der jetzt mal weg. Abstimmen wegen der Klasse, nie jede dieselbe Klasse am besten, oder? Wer ist ein Medic beziehungsweise macht Damage-Klasse? Also wir würden sagen, jede Klasse einmal, oder? Ist vielleicht am besten. Also ich könnte Aufklärung machen, wenn den jemand machen möchte. Ich spiele generell gerne mit Sniper. Ich kann Medic machen. Okay, und. Dann bin ich Sturmsoldat. Dann fehlt das. Ja, 2 Medics wäre jetzt auch nicht schlimm, also. Okay, aber wäre nicht schlimm. Aber weil hier der Sturmsoldat kann generell, eher gesagt, der Sturmsoldat ist eh nicht so wichtig, weil man kann eh die Panzerfaust und so weiter aufheben. Ja, wir können halt, wie gesagt, ja mal eine bunte Mischung zum Anfang nochmal machen, also mit jeder Klasse und dann sehen wir es ja. Aber ich würde sagen, warte mal, Supporter fehlt jetzt noch, ne? Oder? Ja. Moment. Ich bin jetzt Supporter und die anderen war. Wer war Medic? Ich. Okay. Bin wie? Okay, nee, da passt's. Okay, würde ich sagen. Machen wir los. Okay, bereit. Müsste jetzt... Ah, da müssen alle bereit klicken, dann nochmal extra. Okay. Richtig. Alles klar. Es mag so aussehen, als ob wir heute nur wenig bewegen. Wenn ihr wollt, kann ich sofort da oben die Sniper wegholen, ne? Die da oben in dem Haus stocken. Das könnte später einen großen Unterschied für Arras bedeuten. Ein Sniper? Okay, ja. Wenn du willst, wo die hocken. Ich weiß hier, wie gesagt, auch nichts. Also... Ach, hier war das Gehöfe. Ach, alles da, jetzt weiß ich wieder. Wie hat denn der dich da? Hä? Lol, mir wurde noch nicht mal angezeigt, dass ich rot geworden bin. Ha, geil. Ja, ich hab dich, Das wundert mich. Ich habe keine roten Flecke bekommen. Also die man so kennt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich bin mal unten jetzt mit. Dass wir ein bisschen beisammen bleiben. Munition, Soldat. Oh, ich komme jetzt runter. Halt den Oberst auf, er versucht zu entkommen. Wo ist der Dude? Ist der im Haus? Hier unten noch. Hier unten, glaube ich, ist einer. Also, ne, doch nicht, der ist tot. Super. Alles klar, da, wir müssen... Ach, jetzt weiß ich wieder, die ganzen Oberste waren das, die 3 Stück, ne? Ja, die Oberste, ja. Alles klar. Holt sich die Arti. Ich habe keine Waffe dafür. Kann ich nicht. Ah, stimmt da. Ach, hinten stimmt, da ist ja diese beschissene Arti. Achso, hat jemand die Panzerfaust dabei, oder? Ja. Die kann man generell aufheben, von daher ist nicht so das Problem. Ich hab Munition für dich. Ich hol mir den Dingens hier aus dem Haus. Ah, jetzt kommt der angefahren, da hinten ist er. Halte die Oberste auf, du musst an deine Mission denken. Aber gut, also die machen schon ein bisschen Damage, ne? Also ist es nicht. Ja, ich wurde auch mal von der Random Mist sich ganz vergeholt. Mit etwas Glück bricht bei denen bald alles zusammen. Was? Ja, hast auch nicht den Screen bekommen, dass du rot bist. Nee, vor allem das Problem war, ich konnte mich selbst nicht heilen. Diesmal war wieder da ein Heilbug irgendwie. Ich dachte eigentlich, den hätten sie gefixt, ne? Das stand da extra in den Changelogs, ne? Mann. Jo, passt. Alles klar.
Nö, geht doch eigentlich. Ich bin mal gespannt, wir haben jetzt gleich auf schwer ausgewählt, weil wenn jetzt, wir haben Midlayer übersprungen, ob das dann gleichzeitig mitzählt, oder? Was nee, es zählt nicht mit. Zählt nicht mit. Ah, schade. Ich hätte gedacht, wir können dann gleich mal das überspringen, aber... Ist doch alles einzuspielen. Ja. Nö, passt. Ich dachte, das wäre schwerer. Okay, da geht's einigermaßen. Die Munition hier. Ja, die hätten da wirklich so ein Skript machen können, dass man das gleiche hintereinander sozusagen macht. Josh, kommt's dir. Also, du bist hier drinnen. Ah, ne, doch nicht. Abholungsanforderungen erhalten. Wir kommen und holen dich nach Hause. Okay. Die müssen jetzt alle gewählt sein. Ja. Das war großartige Arbeit heute. Man kann sich selber nicht heilen. Was ist denn das? Mit 5000 Punkten können wir einen Panzer anfordern, aber mit 3000 die V1 reinhauen. 4000, ja, ich wäre für V1, oder? Ja, ach, die V1 ist gut. Ach man, kann die tötet uns auch, also müssen schon weit davon weg sein. Ach, wir können, ach so, okay, wo soll ich die reinhauen? Noch nicht, wenn gleich die noch Gegner nicht. Kommen. Erst gleich, wenn die Gegner kommen. Hier drin. Holen einfach in die Mitte. Aber wenn er sagt, wenn du das machst, ne? Ja. Nicht, dass wir alle nebeneinander stehen und dann alle sterben dadurch. Ne, ihr müsst nochmal sagen, wo direkt hier in die Mitte rein einfach, wenn die hier ja, sind. Ja, hier so. In die Mitte, hier neben den Truck hier. Einfach hier, wo ich gerade stehe. Stimmt, weil die dann alle hier so gebündelt sind, ne? War ja, das ja. Doch uns da. Ja. Am besten dann, wenn der Panzer kommt, der erste Tank von denen. Dann, Jo, sag einfach Bescheid, wann, dann weiß ich Bescheid. Weiß ich schon hier, wo in etwa das ist. Aber dies sieht ganz anders aus, das Menü. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier ist irgendwie Barrikaden errichten oder irgendwie sowas noch. Ja, ja, das bei Kaufmodus nur so. Man kann ja auch mit für 3000 Coins, glaube ich, war das Mates hochholen wieder. Ach, das war das, genau. Ja, jetzt verstehe ich wieder. Genau, wenn jemand gestorben ist, irgendwie. Wow. Ich werde auf einmal angeschossen, aber krieg keinen Hit, also als Screen angezeigt. Geht's so, mit Heilungsbug hatte ich noch nicht. Ich gehe mal an die Station. Oder meinst du, du kommst nicht über 50%? Ich krieg mich selber nie geheilt, aber hier ist ja die Station, die funktioniert. Was? Ich bin schon wieder tot aus hier. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Das ist echt nervig, dass ich einfach nicht sehe, dass ich rot werde. Ich achte nicht auf meinen, auf meine Lebensleiste unten, weißt du? Ich achte nur auf meinen Dingens. Also, die machen schon Damage, die Dinger. Die Bots hier. Doch nicht so einfach. Der Panzer muss jetzt gleich kommen. Jo, ey, ich bin schon wieder tot, das gibt's doch jetzt nicht, wie ich mich gerade anstelle. Und ich bin gerade übelst verpeilt, Leute, lol. Sorry. Ah, nicht schlimm. Ich müsste mal hier eine andere Waffe aufheben. Jetzt mit Sniper wird einfach schwer, wenn von allen Seiten kommen. Halte durch, die Hälfte haben wir geschafft. Oh, ich hab den schönen der Panzer kommt. Ich hab die Medic-Station aufgebaut und ich bin aber down. Ja, und den Panzer habe ich ja ohne Draht jetzt noch gesehen. Mist. Hol mal lieber für die Coins hoch. Nein, das war's schon. Oh Gott, sorry. Oh Mann, ich bin auch so verpeilt. Ich war selber scheiße gerade. Ich bin gerade selber scheiße. Aber jetzt am Ende ist doch so, hier muss man sich doch ein bisschen konzentrieren, so ist es nicht, ne? Also, ja. Wir müssen erstmal auf jeden Fall die ganzen Mauern hochziehen, ne? Und, aber wenn jetzt jemand down ist und der wurde jetzt nie wieder belebt, da kann ich doch über das Squad-Menü den sozusagen holen, ne? So war das. Ich glaube, gehen da nicht sogar alle hoch? Aber wenn ich jetzt down bin, da komme ich da gar nicht mehr rein. Das geht dann nur, wenn ich dann Letzte bin, ne? Also ich muss schon noch am Leben sein oder so, ne? Mhm. Mein Gott, das ist ja krass. Okay, also es ist doch so, dass man ein bisschen konzentrieren muss. Scheiße. Jo. Oh Gott, aber das ist echt krass, Mann, das wird ja doch nochmal was. Wir müssen ja auch, das Problem ist auch, man kann auch nicht an der Stelle weitermachen, wo man gerade war, ne? Müssen ja immer die komplette Mission nochmal neu machen. Ist auch wieder so. Wer soll jetzt rein? Ich kann draußen schreiben dann, wenn du wollt. Ach so, ja, ich bin doch Dings. Kannst du kurz noch Medipack schmeißen? So, ja. Ich bin doch Ace-Supporter deswegen, weil da kann ich doch schnell aufbauen. Willst du hier bleiben, oder? Ja, passt. Jo, wie gesagt, erstmal draußen chillen, ich machte weil ich auch. Der Panzer, der ist doch vor uns durch das Haus gefahren. Kommt der von hinten vom Feld immer, oder? Ja, der kommt durch das Haus, wenn man die Panzerbarrikaden da aufbaut, diese Stalldinger. Dann kommt er durchs Haus gefahren. Okay. Sonst kommt er durch die Eingänge. Ist es nur ein Panzer oder sind es zwei? Zwei, bei schwer. Okay. Ach du Scheiße, und kommt die auch also vom Feld von der Seite dann sozusagen? Ja.
Hat irgendjemand Mine dabei? Weil dann könnten wir da ja schwer über Mine zerlegen. Na, habe ich nicht, leider. Moment, wenn das jetzt zwei Panzer sind, ja, kriegen wir die so schnell down? Die brauchen dann eine Weile, oder? Zwei Schüsse, zwei die kommen Panzer. Nicht, brauchen wir nur zwei Panzer. Ich schon nur zwei Panzerabwehrdinger da. Oder halt zwei Dings hier. Aber die kommen nacheinander erst, ne? Also nicht gleichzeitig. Ja, nacheinander nicht. Alles klar. Eine Sekunde warten, ist im Haus noch irgendwas? Nee, ne? Da sind nur die Fenster. Da könntest du die Fenster zumachen. Ja, das bringt nichts. Aber da können wir lieber rausschießen, statt die zuzumachen. Ja, eigentlich. Das bringt nichts. Ja, ne. Das Ding ist, im Haus würde ich eh nicht sein, weil komischerweise wissen die, dass man da drin ist und sie erschießen das komplett raus. Ja, also ich würde auch vorschlagen, wir bleiben immer draußen und wenn es mal kritisch wird, erst dann ziehen wir uns das Haus zurück, um kurz zu laden und die Situation zu checken, würde ich mal so vorschlagen. So, ja. Schade, dass man dafür keine Punkte bekommt. Ah ja, dass man hier nochmal ein bisschen fahren kann. So, jetzt haben wir eigentlich alles aufgebaut, ne, oder? Müsste sein. Obwohl, warte mal eine Sekunde, hier im Haus nochmal was gucken kurz. Nee, hier ist ja nichts weiter. Also, dann würde ich kommen, wenn es passt. Moment, haben wir die Supportstation aufgebaut? Ja, alles klar. Ja, nee, jetzt sieht's gut aus. Warte mal eine ganz kleine Sekunde. Jetzt haben wir sowieso noch 45 Sekunden Zeit. Also auf B, wenn ich dann klicke, dann auf die... Ah, okay, das Menü. Okay, das ist eigentlich genau dasselbe Menü. Rein theoretisch könnte jeder auch auf ja, jeder kann V1 das zugreifen. Wie, ihr könnt auch auf das Menü zugreifen? Ja, können wir alle machen. Ja. Kann ich nur das Squad-Leader. Ach, ihr könnt die aber nicht abfeuern, oder wie jetzt? Oder? Doch, geht. Kann ach so. Ja, aber nur in dem Modus hier, glaube ich. Ja, aber ich würde das dann trotzdem versuchen zu koordinieren, die das dann gleichzeitig irgendwie, weil es dann wieder so ein Stress ist. Mal Moment, so jetzt. Jo, nee, ist echt geil. Also wie gesagt, Leute, die wundern, ich bin übelst verpeilt hier. Ich habe das noch nie so gemacht, aber das wird schon. Hä, das, was ist eigentlich mit dem Funkfeuer? Habt ihr das hingemacht oder ist das schon da? Ich habe das hingestellt für die Panzerfaust. Ich habe die Panzerfaust aufgehoben. Ach so. Dann wird das hingestellt. Okay, jetzt sieht's eigentlich gut aus, ne? Ja. So, eigentlich schon. Diabolos kannst du rein, oder? Ja. Wir haben jetzt eh noch 40 Sekunden Zeit, bis sie kommen. Bei 45. Genau. Jetzt ist nochmal die Zeit zum Morden, genau. Okay. Ne, ich habe vorhin nochmal ganz kurz nach dem Haupt-Easter geschaut und da geht's immer noch nicht weiter. Das ist das mit den Telefonen, ja, ne? Und da habe ich, alle Standorte soweit schon gefunden und ein Video zusammengefasst, ne? Aber es geht halt nicht weiter. Ich dachte mal, wenn sie jetzt mit dem letzten Patch hätten sowas reingenommen, kannst du vergessen, echt. Schwer, das Easter Egg zu finden ohne Community-Server, ne, ist auch ein bisschen Abfuck. Ja, das ist ja eh die Frage. Das sind ja, diesmal haben wir ja überall so auf den Maps diese Hörer versteckt, also diese Telefone. Und das ist ja eh die Frage, wie das dann ist. Muss der Server voll sein, beziehungsweise, das gibt ja nur volle Server. Leere Server verschwinden ja wieder aus der Serverliste, so ganz komisch irgendwie, ne? Ich komme voll oft in leere Server, manchmal wo nur 13 jetzt so, weißt du, aber ja, so. Aber jetzt gucken wir mal. Das schon tot. Ja, jetzt geht's. Ja, das können wir dann noch mal da kurz klären. Jetzt geht's los. Ah, die kommen von den Feldern erstmal, okay. Ja, kommt im Weiß. Ich dachte schon, die. Lol, ich werde einfach angeschossen, obwohl ich keine sehe. Geil. Meine ich das nur, oder ist der Recoil von der MP40 so gut wie komplett weg seit dem letzten Update? Der war ja noch nie wirklich da, oder? Doch, bei der MP40 meine ich schon, also hatte die schon gut Rückstoß, aber bei der Stand war es halt nicht. Aber jetzt finde ich, die hat fast gar keinen Rückstoß mehr. Okay. Meiner Meinung. Lol, ich habe nur 3% und bin immer noch 0 angeschossen. Geil. Ich höre den Panzer. Ja. Okay. Kommt der jetzt zur Schau schon, oder was? Ja, glaube schon. Soll ich die jetzt reinhauen, die V1, oder? Oder später? Lol! Ja, kann's holen, glaube ich. Ich höre den Panzer, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist der denn? Da oben ist noch einer am Fenster, haut den mal weg, der nervt mich. Bei diesen. Eine Sekunde. Müsste eigentlich hier durchs Haus kommen, ich habe ihn auch gehört. Der ist irgendwie noch dahinter. Ich dachte jetzt, da kommt ja durch. Jetzt kommt er, wo ich ins Haus gehe. Ist klar. Ich krieg den Schuss halt, Alter. Hier ist jemand down. Holt ihr den? Ich bin down. Nein, ich bin auch down. Hä? Hau dir V1 rein. Was war das denn? Ich bin down gegangen. Oh, was war das? Der Panzer hat mich abgeschossen. Alter, das bringt das nicht. Ich hab grad dieses Revive rein gekauft. Das bringt irgendwie nichts. Was?
Also kann es doch nur der Leader, oder? Keine Ahnung. Weil die hatten das... Nee, geht schon, aber... Also bei mir hat's jetzt, das hat nichts gebracht. Oh Mann, ey. Das gibt's ja gar nicht. Oh, der Panzer hab ich durch die Tür erschossen. Ah, Diablos ist so eine... Das gibt's ja gar nicht, ey, das ist echt krass. Kann mich auch noch einer hochholen vielleicht, wenn geht. Ich bin da, wo der Panzer gerade durchgekommen ist, durch diese Schweine da. Das sind jetzt schon zwei Panzer. Aha, interessant. Also wir müssen eigentlich nur ausharren hier, also wenn wir das schaffen, ist alles gut. Ja, ich bin ja wie gesagt schon down, ne, also. Das reicht auch, wenn nur einer überlebt. Ja gut, das können wir mal so weitermachen, aber ich hätte es echt gerne mit, Alter. Schade. Ey, der Panzer hat mich weggehauen und hat gar nicht zu mir geschaut irgendwie. Ganz komisch gewesen. Bei mir war es auch geil vom Timing her. Ich gehe dann in die Scheune rein und dann auf einmal kommt der Ding. Ich bin wieder da, alles klar. Nee, ja, passt. Ich probiere mal mit TNT an den Panzer hinzukommen. Ja, ist schon, ja, okay. Ist vorbei, oh. Ja. Meine Güte, ey, aber das ist, also die machen schon gut Stress hier zumindest. Ja, ja. Ich bin im Loading Screen jetzt verkackt. Hä? Kann man da nicht eigentlich gar nicht sterben? Also okay. Hattet ihr mich jetzt wiedergeholt oder wie war das? Also ich, ja, konnte ja, ich hatte die, ach so, okay, die Punkte da eingesetzt, jetzt hat es funktioniert irgendwie. Ah, es ging also doch. Ne, ich dachte erst, es funktioniert nämlich gar nicht, aber gut. So. So, nochmal auf ein neues jetzt. Schwer eingestellt, so jetzt nochmal. Das gibt's ja gar nicht, ey. Ne, Battlefield 1 fand ich ehrlich gesagt ganz gut, aber irgendwie, das war zu casual-mäßig. Die Leute haben sich halt beschwert, dass es irgendwie... Die Abstufung haben halt gefehlt von den Waffen. Du konntest keine Visiere richtig auswählen. Und ja, das hat halt die meisten, das hat die meisten halt so geärgert. Ich weiß nicht, ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Es ging eigentlich, also. Schlecht fand ich es nie. Und es war halt auch mal Erster Weltkrieg, ne? Sonst hast du ja immer nur Zweiten Weltkrieg und es, ich finde es dann auch irgendwann mal ausgelutscht, ne? Also. Einerseits muss ich auch noch sagen, hier mit Battlefields, mit den Combined Arms, ne? Hier, der Coop-Modus. Ich finde es irgendwie einerseits, wie gesagt, geil mit den, dass man hier die Mission drin machen kann, aber andererseits auch nicht mehr, weil dann sind die Missionen und die Aufklärer einfach nichts, Aufklärer sage ich schon, Aufträge nichts Besonderes mehr. Ja, stimmt. Ja gut, alle kannst du ja auch nicht, ja stimmt. Na, ja, da werden auch viele die Farmen dann wieder, das stimmt. Ja, da kann man, und allein schon, sagen wir mal, die Hacker, die können sich ausleben, die Cheater, die können sich extrem ausleben. Ich habe mir jetzt nochmal eine andere Waffe genommen, ich hatte vor uns gar nicht diese Olmi, ich höre nie. Man, wartet einmal bitte einen Moment, könnt ihr mir 2 Minuten geben, meine Freundin ruft gerade an. Nee, also ich verstehe auch gar nicht, wir haben jetzt so lange Zeit schon verstrichen in Battlefield 1 oder ich sag mal in Battlefield 4, da war das doch nicht so lange mit Level 50, oder? Die hatten doch gleich Level 100, ja, die hatten oder? Schnell, ich glaube, die hatten, Noch nach dem Level 2. Monat. Level 80, ne, Level 80 war am Anfang, ich, wo das rauskam. Mal, das stimmt, Level 80. Ja, ich glaube Level 80 oder so, aber es war nie Level 50, also ich hab, das kann ich überhaupt mich noch nie dran erinnern, dass die mal Level 50 hatten. Ist halt ausgelutscht, also, ne, man, ich sehe jede Lobby nur noch Level 50er, so gut wie Level 50er und man hat halt nichts irgendwie, wo man drauf hinarbeiten kann. Ja, das ist, also das Problem ist immer das Level, ja. Und dann ist es halt auch so, dass die Sachen mit Tides of War, die sie jetzt so implementiert haben, das ist eigentlich eine gute Sache an für sich, ja. Aber ich finde, es fehlen noch so wöchentliche irgendwie, die, in Battlefield 1 gab es noch Medaillen, da hast du noch XP bekommen, ja. Und konntest die Medaillen, sag ich mal, spielen, die du noch nie hattest, ne, mit extra Aufgaben, die du noch sozusagen dir dann zur Ausruhen konntest oder die dir halt zugeschustert bekommen hast. Und das fehlt ja im Prinzip. Tides of War, die Leute, die 7 Tage hast du Zeit, ne, die Leute machen es in den ersten... Ja, WB. Die Leute machen ersten Tag die Teil zur Voraufgaben fertig und dann hast du 6 Tage und hast nichts mehr zu tun. Weil das Maximum-Level, ich mach mal bereit, weil das Maximum-Level bereits erreicht ist. Und die Karten, also es muss jetzt unbedingt mal Level 100 kommen oder 80 oder, ja, 80 kann ja auch kommen. Und die neue Map sollte nicht eigentlich am 5, also gestern, sprich gestern eigentlich die neue Karte kommen? Eine neue Karte? Ich dachte eigentlich, nee, ich hatte, was ich jetzt gehört hatte, war noch, dass eine neue Operation kommen soll. Die soll doch eigentlich jetzt irgendwann mal kommen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder? Es gab, also ich habe was... Also nicht. Also doch, doch, es soll eine neue Operation kommen. Oh, der Panzer steht genau neben mir. Oh, fuck. Oh, den habe ich gar nicht gemerkt. Ich laber so und dachte mir, ich höre irgendeinen Panzer und ich bin down. Ah, Mann. Ich bin Panzer so dumm. Ist down. Lol, auf einmal ist der hinter mir. Ja, und ich dachte, ich höre mir so einen Panzer und dachte mir auch, scheiße, und dann war schon bei. Also spielen und labern, das ist schon, muss eine Gewöhnungssache. Da unten ist noch so ein Elite-Dude. Erste Hilfe, hier!
Also, ich hab gedacht, da wird einer liegen, aber ich glaube, die Bots legen sich gar nicht hin, oder? Ich glaub nicht. Nee, ich hab's auch noch nie gesehen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen gemeinsam, würde ich fast vorschlagen. Jo. Weil es dann doch nervig, wenn man ständig ich aus. Ich komm nicht durch die Tür. Ich hab auch gerade gesehen. Ich komm nicht durch die Tür. Was? Ich wack hier durch die Tür, als wäre die Tür noch zu. Okay. Hä? Jetzt bin ich im Hai, was war das? Was auch mega blöd ist, wenn du bei der Artillerie die Bombe draufgesetzt hast, dass es einfach nicht angezeigt wird. Also man weiß halt nicht, ob da jetzt eine Bombe drauf ist oder nicht. Sollen wir ganz links gehen? Wir gehen erstmal, was ist denn das? Mal, wie da hinten ist ein Tank, aber sofort ne, ganz links, habe ich vorhin gesehen, wo ich da hingelaufen bin. Wir gehen erstmal hier unten hin, genau, weil oben ist doch der Tank gewesen, ne? So war das doch. Da unten links aber auch. Wir bauen sogar an verschiedenen Stellen immer. Echt? Na, wir gucken mal. Machst du, Ravy oder Rivi oder? Wie bitte? Machst du hier die Bombe oder soll ich gehen? Das kannst du machen. Würde ich ein paar Gegner hier. Lol, ich wurde einfach rausgekickt aus Battlefield. Geil. Also nicht aus dem Spiel. Was? Ich wurde einfach aus dem Screen rausgekickt. Vom Spiel hat sich minimiert, ja, das passiert auch, ist das übelst dumm. Das passiert da auch manchmal. Aber ihr meint, das hat nichts mit dem Grafikkartentreiber zu tun, wenn jetzt. Nein. Wenn jetzt doch mal ein Bug ist, der jetzt mal falsch. Hä? Oh mein, ich bin vom eingestürzten Haus gestorben. Ja. Ich auch. Naja, ist klar. Da ist noch einer drinne. Fuck. Wurze. Was schießt denn da? Ist da ein Panzer? Ja, Tank. Von der anderen Seite, oder? Ey, ich weiß gerade nicht. Nee, das ist Artillerie. Artillerie. Von der anderen Seite vom Feld. Von der Straße. Ja. Ich gehe mal zu ihm hin. Alter, ich dachte schon, was ist denn das? Meine Güte, ey. Bin ich irgendwie dumm oder meine ich, ja, alle Waffen haben keinen Rückstoß mehr, richtig? Die Dingens, Louis Gun hat auch irgendwie gar keinen Rückstoß mehr. Und ich aber hab den noch gar nicht geskillt. Aber es kann auch sein, dass dieser Koop-Modus, sage ich mal, ein bisschen anders noch ist. Habt ihr das mal überprüft? Weil ich habe so die Vermutung, ist ein bisschen einiges so komisch, ne? Also, der, so der ganze Rückstoß von den Waffen ist irgendwie weg, finde ich. Oder habt ihr das schon mal im Multiplayer gecheckt? Weil ich finde jetzt ein bisschen einiges anders, also. Was meinst du denn genau? Der Rückstoß ist eigentlich, müssen wir mal gucken, habe ich jetzt nicht beobachtet, so, genau. Schmeiß mal Muni hin, wenn es geht, irgendwie mal. Klar. Links Läden. Ist ab Tank. Der ja, Tank ist am Haus. Ja, am Haus. Ja. Also achso, lol, hab ich gar nicht gesehen. Artillerie ist tot. Ja. So ist besser, wenn man ein bisschen zusammen bleibt und so leicht verstreut, dann sind die Bots nämlich auch verwirrt. Habe ich schon gerade gemerkt. Okay, das war's, oder? Oder seht ihr noch Gegner? Ah ne, da war noch einer. Noch einer. LOL, auf dem Feld! LOL! Die habe ich ja gar nicht gesehen, dass da noch Gegner sind. Ich werde dir die Hand schütteln, wenn du sicher nach Hause gebracht wurdest. Ja! Was? Wo ist denn der? Ja, ich habe irgendwie hinter uns. Ich leg dich zusammen, Soldat. Ich hab dich schon, alles gut. So, jetzt bin ich ein bisschen eingespielt. Ja, das war's jetzt, oder? Dann lass mal zurückziehen. So, jetzt bin ich einigermaßen eingespielt. Zum Anfang dachte ich ja echt, hier, das kann doch nicht sein, Mensch. Ich stell uns hier an wie der erste Mensch auf dem Mond, so ungefähr. So, jetzt geht's einigermaßen. Jo. Nee, alles fein. Soweit. Habt ihr gesehen, die Kisten, Munikisten, die schmeißen sie jetzt, ne? Ich weiß nicht, wie es mit den Medikisten aussehen, die aber... Dicken, die Dicken, die Dicken. Ja, die Dicken, ja, die schmeißen die jetzt, richtig. Die fliegen will einfach. Will wieder einer draußen warten? Ach so, genau, stimmt. Ja, ich komm mit rein. Wer wartet draußen? Diabolus wartest du, ne? Zwei Tanks oder? Kommen gleich wieder. Zwei Tanks, soweit ich weiß, kommen. Okay. Flaksch, wohin dann mit deiner Mine? Wohin? Warte, wenn wir hier zubauen, hier über die Brücke kommen sie, hier über die Brücke. Hier würde ich auch an der Kreuzung da, aber da kannst du noch nie hin jetzt. Hier an der Kreuzung direkt, von der Brücke her, würde ich auch sagen. Ah, und der Panzer kommt auch übers Feld hier, das weiß ich, wo wenn ich das gespielt habe. Okay. Aber du hast doch nur, warte mal, eigentlich hat man Maximum drei Panzerminen, ne? Du kannst ja eh nicht mehr legen, ne? Drei Bonds. Aber auf eine Seite dann, wie gesagt, die Panzerminen, auf die andere Seite müssen wir uns dann halt konzentrieren. Und sonst haben wir ja noch die Panzerfaust hier drin, sehe ich gerade. Ne? Also ja, wenn nicht, ich habe auch nochmal Panzerfaust und Panzerabwehrgranate dabei. Also ihr wisst, die Panzerfaust ist direkt bei der Supportstation im Haus, falls ja, doch nochmal was ist. Die kann aber nur eine haben. Also ach so, okay. Ja. Ja, die kann man ja dann auch zur Not
Ich glaube, wir haben alles aufgebaut, aufnehmen. Oder? Sehe ich gerade noch was, was noch nicht aufgebaut ist, außer die Häuser, hier die Fenster. Fenster oben lass die bloß soweit, sonst finde ich es. Ihr könnt ein, du kannst jetzt reinkommen. Ja, ja. Und ich auch sagen. Oh, schön Muni und dann legt Mine hin. Da rechts, achso, du brauchst noch Muni, okay. Ja, ich brauch noch eine Mine. Ich hätte lieber die Kiste mitnehmen sollen, oder? Hier ist die Muni hinten. Wäre das leichter für euch gewesen. Nee, weil ich nee, den nee. Tank schon. Nee, nee, die Kisten sind, ich finde, die sind so beschissen irgendwie. Die Packs sind besser zum Werfen. Ja, aber das Ding ist, dass der Vorteil ist dann halt Panzerfaust, kriegt man damit wieder und... Der Panzer kommt vom Feld. Vom Feld, Feld, ja. Vom, irgendwas sieht mich da jetzt schon. Von dem Rapsfeld oder was das darstellen soll. Ja, der Panzer. Panzer ist down. Sehr schön. Okay, wo kommen die Gegner? Seht ihr welche? Oder ich stell mich mal, ich sag dir was, ich warte hier von mal. Bisher habe ich nur den Tank gesehen. Obwohl die Zeit noch nicht mal abgelaufen ist. Geil. Ja. Ja, stimmt, der war ein bisschen zu früh, ne? Stimmt. Ein bisschen. Ganz kleines bisschen zu früh. Du musst die Abholungszone sichern, damit wir dich rausholen können. Da hinten kommen sie vom Feld, ich habe jetzt welche gesehen. Ja. Da hinten, wo wir gerade diese MGs, nee, Schütze zerstört haben. Kommen die von alle, kommen die alle da oder was? Hey, dass die nicht von der anderen Seite kommen, kommen die nur von vorne? Das wundert mich. Also die kommen auf jeden Fall irgendwie immer woanders her, ne? Also ich würde auch fast denken. Jetzt kommt was über die Brücke. Ja, die kommen jetzt auch von rechts hinter. Also hinterm Haus. Ja. Von der Brücke ist jemand. Ja, sehe ich. Wenn er den weghaust, kann ich nämlich im MG bleiben. Sehr gut. Ja, diesmal ist es deutlich besser jetzt. Wenn er am Panzer hört, unbedingt schreien, dann... Lauf sehe ich dann oder noch rein. Ist nämlich super, jetzt passt das nämlich besser. Vorhin, das war ja echt wie, als wenn wir im ersten Mal Battlefield 4 spielen, so ungefähr. Erhalte die Nerven und halte durch. Wir sind unterwegs, um hinten kommen jetzt die Elite-Trupps. Dass noch kein Flammenwerfer kommt, wundert mich. Den habe ich gerade abgeschossen schon. So. Die habe ich gerade alle schon, das waren 2-3 Stück. Ja, sind schon. Jetzt kommen sie von der Brücke, rechte Seite. Wenn er die bei der Brücke macht, kann ich nämlich frontal die weiter mit dem MG machen. Ja, sehr gut. Wow, die Pack geht auf einmal hoch. Ne, jetzt passt das schon besser. Also vorhin, das war echt nochmal. Da kommt einer rechts von der Seite. Jetzt kommt vom Feld rechts hinten nochmal so 4-5 Stück. Oh, Elite-Trupps sind das. Sehr schön. Jawohl, das war echt mal eine nice Sache jetzt. Irgendwie ist das gerade richtig easy dafür, dass es auf schwer ist, finde ich irgendwie. Ja, ich muss da noch mal gucken, aber wir sehen es ja dann zum Schluss. Ich habe eigentlich schwer eingestellt, ne? Also. Ja. Achtung Leute, feindliche Truppen rücken auf eure Position vor. Was? Von wo? Aber es macht schon was aus, wenn man jetzt ordentlich aufbaut, ne? Und ordentlich sich abspricht, das macht schon was aus dann. Ja. Achso, ist echt schon cool. Also ich finde es geht eigentlich. Also schlecht ist der Modus jetzt nicht. Oh, easy. Oh, Mann. Jetzt gucken wir nochmal, also mir kam es jetzt auch so einfach irgendwie vor. Ja. Ich hoffe, der Server ist jetzt nicht abgestürzt. Ah, jetzt. Nee, ist alles. Jawohl, jetzt ist es beendet. Moment, ich beende jetzt noch wieder und jetzt gehen wir nochmal raus. Jetzt müsste es ja dann dastehen. Nee, ist cool. Wurde euch eigentlich auch mal so einfach die Company Coins abgezogen? Ich hatte letztens 30.000 irgendwas, ne? Ja. Dann habe ich nächsten Tag geguckt, hatte ich nur noch 2.100. Ja, ja, beobachte das mal weiter. Das hatte ich mal in Battlefield 1. Da habe ich dann den Support angeschrieben und habe mal gefragt, was denn da los ist und so. Und die haben mir dann sogar die erstattet, ne?
Also macht mal einen Screenshot am besten, oder naja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber schreibt euch die mal auf oder merkt euch die so ein bisschen. Und aber das normalerweise eigentlich, wer macht denn das? Nee, es hat abgeschlossen, ne? Also. Ja, okay, gut. Sonst geschützt am Fluss, ne? Ganz normal. Yes. Jo, starte ich durch. Nee, aber das war echt mal ein Battlefield 1, da hatte ich irgendwie so 5000 weggenommen bekommen und hatte mir aber auch kein Puzzleteil dafür geholt, weil da waren ja die Puzzleteile nur so 5000 circa. Und da habe ich einen Support angeschrieben und mal gefragt, das kann nicht sein, das stimmt doch was, ne? Und die haben sie mir dann erstattet. Aber du hattest so, warte mal, 50.000 hattest du und hattest noch 2.000? Ja, 35.000, jetzt nur 2.000. Das kann nicht sein. Und du kannst auch gar nicht so viel ohne weiteres ausgeben, wenn du jetzt schon alles geabt hast. Ja, ich kann auch nicht alles ausgeben. Die waren einfach weg, das hat mich ja gewundert. Nee, hattest du die, die Flugzeuge, hier die Panzer und sowas geabt schon und so weiter? Aber hab auch nichts dafür ausgegeben, bin ja eh nicht so ein Panzerfahrer und hab auch dafür nicht die Skins und so weiter gekauft. Deswegen wundert es mich. Ja, das ist also das ist so eine Sache. Weil die Panzer-Skins kosten ja 20 oder 25.000 schon oder so. Ja, genau. Und warte mal, ich mache wieder Medic, oder? Warte mal. Ja. Ja, immer wieder Versorger. Ich fand, das war eigentlich ganz gut, oder? Diabolo, bleibst du wieder Sturmsoldat, ne? Kann ich machen. Ich klick mal bereit. Jo. Also du sagtest 3 Panzer, aber die sind scheinbar ein bisschen schwächer, oder wie habe ich das jetzt verstanden? Nee, gleich, der erste Panzer kommt jetzt sofort hier unten, ne? Siehst du sogar, wenn du jetzt nicht schießt, ne? Ja, da unten, den kenne ich ja, genau. Ja, der nächste kommt gleich, wenn man nach vorne läuft, ne? Dann ist da noch ein Halbkettenfahrzeug und dann ganz am Schluss kommen noch welche. Ich glaube, da kommen sogar noch mal weitere 2. Stimmt, ganz hinten, jetzt fällt es mir da einmal am Gehöf, hinten ist ja dann der Abschluss, genau, alles klar. Also Junge. Mein CPU liegt bei 40. Meine läuft auch immer so bei 45. Ungefähr aber so. Mein RAM ist, ich habe 32 GB drinnen, ne? Mein RAM ist immer auf ungefähr 40-45%. Das kann doch nicht normal sein, finde ich. Bei dem 32. Spiel jetzt, oder? Bei Battlefield oder was? Okay. Naja, bei Battlefield. Ja, also besten Netcode haben die jetzt auch nicht unbedingt, aber es geht immer noch, finde ich. Also es gibt schon noch schlechtere Spiele, sag mal. So. Sicher den Tank. Moment, wo kommt der Tank? Von der rechten Seite höre ich was, oder? Moment. Nee, ich höre jetzt gar nichts. Was? Ich bin tot, obwohl... Ey, das hasse ich, ne? Da war ein Edited-Dude. Warte mal, ich komme mal. Wunder. Was ich aber hasse, ne? Mir wird nicht angezeigt, dass ich rot werde. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass diese Hitmarker hier ein bisschen am Spinnen sind. Die werden mir nicht gezeigt, die werden mir nicht gezeigt. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich komme mal vorbei. Album Fenster. Mhm. In der Scheune. In der, wo ich jetzt stehe, oder wo? Warte kurz. Ja, genau. Scheiße, ist der Alarm noch angegangen. Gucken. Ich komme mal vorbei. Wo ist denn der Tank eigentlich? Keine Ahnung, freut mich gerade auch, dass er noch nicht kommt. Sonst kommen die sofort. So, alle Lachen ist aus und ich bin weg. Geil. Ich habe den Aufhebungsbug, ich kann den nicht hochholen. Bei mir wird nicht eh angezeigt, da ich dich hochholen kann. Ich drück eh, es passiert nichts. Okay. Geil, was sind das jetzt für eine Scheiße? Ich bin mal da, oder? Komm zurück. Ne, geht nicht. Ich komm mal vorbei, komm mal zurück ins Haus. Wenn ich jetzt gerade zurück. Kannst du ihn hochholen? Ja, ja, Diabolus, komm mal ins Haus, die Richtung. Ich komme jetzt sofort zu euch. Dauert eine Sekunde. Bei mir wird das irgendwie verbuggt, ich kann den nicht hochholen. Ich habe eh vorhin gedrückt, stand genau über ihn, ging nicht. Habe ich auch online schon ein paar Mal gehabt. Er sagt immer bloß, wo der Panzer ist. Also ich höre den Tank. Grünen Bereich. Glaub ich. Muss nur wissen, wo der Panzer ist. Der kommt von links bei mir. Ich bin ja da. Passt schon. Ja. Ah, man merkt schon, dass ich Medic spiele, öfters mal. Nee, ich bin eingespielt, Leute. Wenn jetzt Probleme sind, passiert nichts. Alles gut. Der Panzer ist hier in der Mitte schon. Der ist drinnen schon im Gehöf hier. Der zielt auf. Oh, der zielt auf mich, der sagt. Der zielt auf mich. Ja, der zielt auf mich, Dasi. Nee, ich dachte, der guckt woanders hin, dachte ich mir, der schießt auf mich, Normal hat der woanders hingeschaut. Ah, der hat mich. Der Assi hat mich. Leute, ich bin down. Ich auch. Was? Ja, zurück. Oh, zurück. Scheiße. Geil. Oh, das war jetzt Mist. Der war jetzt komplett gefällt. Ja, ich hab gedacht, einer holt ihn da hinten hoch. Ich hab nicht drauf geachtet, dass der da. Aber wer war denn da schon an der Brücke jetzt gestanden? Das habe ich gerade mal gesehen. Wer war denn da hinten an der Brücke?
Ich? Nee, ich hab gedacht, ihr kommt hinterher. Ja, nee, das war zu schnell. Wir müssen erstmal den Tank. Ich hab doch gewusst, dass der Tank. Also der Tank nervt ja übelst ab, ey. Wir müssen ja neu starten jetzt. Ach, das gibt's ja gar nicht. Naja, war eh noch ganz weit am Anfang, von daher. Nee, aber der Tank, ich weiß nicht, der kam erst so langsam angefahren, hat hinten zu dir geschaut. Das kommt der sofort zur Mitte, das wundert mich gerade. Ja, ja, der ist in die Mitte, hat zu dir geschaut, weil du warst ja hinten auf der Brücke, wir standen in der Mitte, aber irgendwie hat er dann sofort auf die Mitte geschossen und mich sofort mit einem Hit weggehauen, ne, also. Also der Tank, die machen, was sie wollen. Ja, ich finde, die sind ein bisschen, also man merkt ja schon, die Bots sind ja teilweise am Schied, kann man fast sagen. Auf jeden Fall auf den Tank, den Ansagen richtig, dann, also da habe ich keine Probleme als Medic, dann passt's eigentlich. Jo. So, I'm ready. Da passiert nichts. Also so schnell hauen die mich schon, war es nie weg, aber echt, der hat einen Gegenschuss. Das kann echt nicht sein, wie das machen. Wo war jetzt, wartet mal, die Panzerfaust, die man aufnehmen konnte, war die jetzt in der Mitte oder im Haus? In der Mitte. In der Mitte, alles klar. Ja, das ist nochmal als Notfallplan, dass man das nochmal in Erinnerung hat. Oh Mann, ey. Ja, ich bin manchmal auch so dämlich, da kommen manchmal bei mir so eine Versprecher, da feiern wir mal. Zu Weihnachten, was hatte ich da gesagt? Lass uns mal gefrorenes Eis essen oder so? Oder wie war das? Das ist so eine gute Sache. Ist fast schon wie bei Drachenlord mit PC-Computerstimme, ne? Wenn ihr den kennt. Das ist auch sowas. PC-Computerstimme. Ja, genau. Weil das ist ja doppelt gemobbelt, ne? Überleg mal, oder zeichne mir doch mal einen runden Kreis oder so. Weißt du, so ein Quatsch. Ich meine, das kommt man eigentlich auf sowas, ne? Das kommt halt der Panzer kommt sofort, jetzt kommt der Panzer sofort ist schon da, ja, ja, am Eingang vom Gehöf, ja, wo die Straße ist, wo der Silo Schau, ist. Ich komm zu mir. Haut den weg. Warte mal, ich schmeiß mal eine Smoke, oh, die explodiert. Der Panzer. Ei, ei, ei. Sieht scheiße aus, aber... Was? Du hast mich wieder eingeholt, ich wollte ihn gerade holen. Ja, ich komm mal zu dir erstmal. Jo. Ich wollte den kaputt geschossen. Ich bin bei dir, aber der Panzer ist scheiße, der hat auch ein Visier. Scheiße, hallo? Scheiße. Leute, seht ihr auch die Waffe, die da oben hängt einfach? Und oh, der Alarm ist an. Oh, ob das noch was wird, Leute? Wir gucken mal. Ich komme jetzt nochmal wieder mit. Panzer ist down. Oh gut, sehr gut. Ah, sieht auch gut aus. Sie sterben da draußen. Zerstör die Geschütze! Der Bot schaut mich nicht an, gib mir einen Hit. Nice. Warte mal, die Alarmanlage wird fast... Was? Habt ihr das? Hat mir jemand zugeschaut zufällig? Das, nee. Das hättet ihr sehen müssen, das sah richtig lustig aus, ne? Ey, im Haus da oben, ne, in der Scheune, ne, da oben schwebt die Gun einfach und da war auf einmal ein Bot dran. Das war ja richtig lustig. Schau mal hier, komm, schau mal über die Goldpriester. Siehst du das? Die Gun, ach stimmt, die ist am Schweben, da ist noch einer hin. Und da war einfach ein Bot dran, da war gerade einfach ein Bot drauf. Echt? Da stand noch da? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Auf einmal springt er runter und hat mich geholt. Sehr nice. Hey, hier ist noch einer. Warte mal, gab's hier eigentlich eine Supportstation? Oder irgendwie schmeißt mir einen Muni mal nicht. Jo, ich komm sofort, wenn du mir sagst, wo du bist. Hier in der Mitte, direkt. Ah, komm mal. Okay. Nee, kann also der Panzer. Ja, ich hab glaube ich jetzt ihn, außer Ravy. So, jetzt hab ich. Alles klar. So, jetzt passt's eigentlich mal. Da ist noch was. Hier, erst Hilfe für dich. Da ist noch einer. Wie hat der das denn überlebt? Kürze. Meine Güte, ey. Diese Runde war ein bisschen verfehlt. So, genau, und jetzt kommt das Fahrzeug da vorne und dann nochmal ein Panzer noch von der Seite. Ja, genau, jetzt ist es wieder. Und dann kommt noch ein Panzer gleich. Alles klar. Jo, nee, aber ich bin auch der Meinung, die Bots, die sind ja echt ein bisschen komisch programmiert. Das ist aber auch schwer zu machen. Auch, die halten ein bisschen mehr aus, irgendwie, ne? Meine ich das nur, oder ist das so? Ja, die halten mehr aus als im Online-Multiplayer, die Leute. Ja. Ah, hier ist das Halbkettenfahrzeug. Ja. Der hier lehnt hier an. Selbe. Der fährt weg. Der explodiert jetzt eher eigentlich. Der hat da nur noch ein wenig. So. Der Panzer kommt jetzt von vorne, von rechts. Vorne rechts kommt er. Jo, genau, da ist er. Kann ihn jetzt nicht holen, ich habe keine Muni mehr dafür. Die Rauch... Ah, das gibt's ja gar nicht, ey. Mit einem Schuss haut er mich hier jedes Mal weg. Michael auch. Der haut uns mit einem Schuss weg. Ich habe keine Panzermunition, also ich krieg ihn nicht down dadurch. Ah doch, hier liegt die, ja, stimmt. Warte, ich komm mit dem Panzer. Ja, wir sind down. Was? Der hat mich durch den Nebel gesehen. der Nebel bringt halt... Aber der Nebel bringt, also die Granaten, die lenken kurz ab, also die Explosion davon. Aber sonst der Nebel scheinbar wirklich nichts zu taugen, ne?
Also ich probiere mal rüber zu kommen. Oh, renn. Renn um den Panzer, nein, schon, nicht wieder mit dem um den Panzer. Hast du noch was gegen den Panzer, denn? Und er taucht wieder auf. Also, der Roadkill. Sag mal, war das der neue Sturmpanzer oder was war das? Ich habe jetzt gar nicht so schnell gucken können. Wie das jetzt aussah. Aber das war auch der, war das jetzt, was war denn das für ein Panzer? Ich konnte gar nicht so schnell schauen. Ich hab keine Ahnung, ganz normaler, glaube ich, ja. Ach, das war das jetzt, also das gibt's ja gar nicht. So, alle guten Dinge sind drei. Aber wartet mal, wie viel brauchen der Panzer? Der braucht doch... Zwei Hits noch. Aber ja, ihr seid doch zwei Sturmsoldaten, ne? Ich war Medic, sag ich schon, ich bin Versorger. Ne, die anderen, ach so. Wir brauchen fast zwei Sturmsoldaten, oder? Oder bin ich jetzt bescheuert? Ja, da mache ich noch Sturmi. Als habe ich schon... Wer macht dann hier Medic, sag ich schon, Medic. Versorger meine ich. Da mache ich hier den Sturmi. Warte mal, wir brauchen zwei... Jetzt haben wir drei Sturmsoldaten. Ich weiß nicht. Also ich bin mit Medic eigentlich schon ganz gut drauf, so schnell. Remy, würdest du Versorger? Ein Versorger und zwei Sturmsoldaten, oder? Würde ich jetzt mal vorschlagen. Also ich hab dann Sturm, dann hole ich mir die Tanks. Jo, also ich kam ohne Probleme mit den Haien durch. Warte mal, der Tank ist da rechts oben schon. Ja. Lol, was macht die kommen ehrlich anders, Rechts ist der Tank schon, seht ihr das? Ja, ich hole ihn mir eben. Bloß, dass ihr den mal gleich ausschaltet. Warte, ich hole ihn mir eben. Ich weiß, wohin der fährt. Wohin? Komm bloß nicht so weit weg hier, weil... Der fährt einmal außen rum und dann unter der Brücke durch, soweit ich weiß. Oh, super, und den letzten Schuss hat ihn nicht gekillt, geil. Ah. Warte kurz. Probier's, ob ich's geschafft. Du dürfst ihn eigentlich, ich hab zwei Schüsse auf ihn geschossen. Oh, ich glaube, das war schon wieder ein Fail. Das dauert jetzt einen Moment, ich muss erstmal hier checken, Lage checken. Lol, ich kann nicht laufen, gerade auslaufen. Das wird Zeit. Ich muss erstmal die Lage checken. Alter, der hat 7 Schüsse gebraucht von der Dings Karabiner. Sieht ja echt gut aus hier, meine Fresse, ey. Wie viele Leute sind denn hier Nerven? Ey, ein Schuss nur noch, ein HP habe ich nur noch. Ein Schuss und ich bin tot. Was? Seid ihr alle tot gerade, oder? Hm. Ich bin noch da, aber es sieht ganz schlecht aus. So, warte mal. Als ob mein HP jetzt nicht noch da. Ja, ich bin wieder da. Dankeschön. Ja. Ah, ich war auch gerade fast down gewesen. Mich könnte doch noch nicht Kohle. Ich weiß nicht, ob der Panzer schon weg ist. Wenn nicht, steht der relativ direkt drauf. So, ich bin wieder dabei. Eieiei, also es ist schon ganz schön nice, sag ich mal manchmal hier. Muss ich mir erstmal hier durchkämpfen. So, jetzt. Also der Panzer steht noch oben noch, oder wie? Warte, komm mal zu dem. Ich weiß nicht. Hast du noch was dagegen jetzt? Ich hab nur noch dieses Ding da, diese Granate da. Ne, ich hab ja auch nichts, wie gesagt. Ich bin ja Medic. Ne? Werfen wir mal Medic zu, ein Medipack. Medipack, bevor wir da hochgehen. Achso, stimmt, jo. Jetzt war ich bis am Vorbeilen. Wo ist denn der? Oh, der schaut mich an, der schaut mich an. Wo ist der denn? Da, vor dir, genau. Ach, da hinten, ey, das ist da, da hinten, das war da hinten. Ah, stimmt. Nee, das ist der falsche, hol dir den wieder, das ist der 4. Du hast falsch gelegt. Hab ihn. Also. Der braucht nur einen Schuss, deswegen, ist jetzt eh egal. Nee, deswegen lieber, du kannst ja wieder mit R holen, ne, war das, glaube ich. Ja, aber ich wollte ihn jetzt erstmal downkriegen, hätte ich den geholt, weil der hat mich schon angeschaut. Das wäre nicht gut gewesen. Dann so, hätte der passt. Mich geholt. Ne, also wie gesagt, wenn die Medic sich einigermaßen konzentriert, die kann das ganzen Squad nochmal holen, also ist schon krass. Mann, das sitzt hier eigentlich in der Mitte alle Gegner. Ja, hier gibt's echt keine Station, ne, die man aufbauen kann, ne? Munition-Station. Nur am Ende. Nur am Ende halt. Ja, wie gesagt, ihr verteilt einfach mir nochmal kurz. Also ich hab ja. So, ist Geschütz noch. Ja, Muni könnt ihr auch gebrauchen, bitte. Das Geschütz erstmal noch so. So, jetzt passen wir nochmal auf jetzt. Auf die Halbkette, wie gesagt, irgendwie kleinere Sachen, würde ich fast sagen. Ich werfe auf die Halbkette meine Granate da. Dieser Granatding da. Ja, fein, wer danach, ja, wie gesagt, der Panzer wieder am Nerven ist. Zerstört mit Panzerabwehrgranate.
Die Halbkette, Achtung. Ah. Ja, sehe ich. Ich hatte einen Medic gebraucht. Ich hab sehr wenig Modo. Ja, ich hab dich gesehen. Wie gesagt, die Halbkette ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn die jetzt noch rumfahren soll, da den nervt halt auch. Ganz schön. So, warte mal, bleibt ihr mal eben hinten. Ich habe eine Idee, wie ich den Panzer-Support bekomme. Bleibt ihr etwas weiter hinten, ne? Und falls ich drauf gehen sollte, könnt ihr mich hochholen. Weil dann hole ich eben die Dingens hier, die Panzerfaust, weil ich habe keinen Schuss mehr. Stimmt, du kannst ja eh nochmal genau das machen. Ja, warte. Jetzt also nicht kommen, nicht, dass ihr da mit drauf geht. Achtung, der Tank zeigt ja, ihr seht ja, wo der hin zeigt übrigens, ne? Ja, ja. Die Kanone auf dem Linie. Scheiße. Ein Schuss und dann ist er down. Hier, Versorger, schieß einen Schuss auf ihn. Nein, Alter. Ah. Alter, der trifft zu 100%, ne, mit seiner scheiß Kanone. Ja, gut. Down. Oh, jetzt bin ich nämlich auch down gegangen. Sehr gut. Der trifft echt zu 100%, ne, also. Ja. Wir haben es schon gut eingestellt. Mhm. So, jetzt passt es wieder. Meine Güte, ey. Allein schon, dass er mich mit einem Schuss bekommt, wenn hier, und vor allem das Problem war ja auch hier, wir hatten ja fast kaum Deckung, ne, also unten, dann. Na gut, jetzt haben wir es. So, und jetzt kommen nochmal zwei Panzer oder einer? Zwei, ne? Also meine ich das nur, oder ist das 43er Gewehr extrem overpowered seit dem letzten Update? Meinst du jetzt zum Damage oder wegen Rückstoß? Ja, nicht Rückstoß, Damage. Okay. Ich hol jeden mit zwei Schüssen. Echt, gut. Das habe ich echt noch nie gecheckt. Wir müssen jetzt mal gucken, wo war jetzt hier dieser Radius? Ich seh den nämlich vorne. Wer wartet wieder? Ich bin drinne. Diabolus, bin ne? Ja. Okay, wir bauen wir bauen erstmal schön in Ruhe auf. Ja, das kann sein. Also wie gesagt, die haben da echt einige Sachen gemacht. Ich glaube, die Sichtbarkeit von den Soldaten ist doch verbessert, ne? Kann das sein? Oder habe ich mir... Keine Ahnung. Doch. Ich glaube, Jackfrag hatte da irgendwas gesagt. Habe ich ganz kurz gesehen. Dass da irgendwie auch die Sichtbarkeit einmal verändert wurde nochmal und dann die grafische Aufmachung vom Allgemeinen vom Spiel. So. Wie findet ihr nicht den neuen Tank, den man freispielen kann? Weil ich habe immer noch nicht freigespielt. Ich habe noch nicht die Mission richtig gespielt. Ja, ich habe ihn halt freigespielt, aber ich weiß nicht, also so richtig gefällt der mir auch nicht so richtig, ich weiß nicht. Bin jetzt bei der letzten Mission, also mit den 20 Kills da, war ich glaube ich einfach ein Durchbruch. Das Problem, ja, warte mal, was war denn das letzte? Ja, Durchbruch würde ich empfehlen, genau. Angriffskills. Genau, Angriffskills bei Durchbruch geht am besten. Dann nehme ich mir einfach eine Flak, damit geht's am schnellsten. Also ich finde ihn jetzt, ist schon ganz nice, der ist im Prinzip wie der Tiger, sagen wir mal so, nur eine schnellere Version, aber du hast halt kein MG als Hauptgeschütz, Dude. Nur die Beifahrer haben MG. Also du hast nur die Kanone, sobald du mal einen schlechten Winkel hast, weil die ja auch nur, ich glaube, einen 30 Grad Radius von hat vom Schussfeld, ne? Musst du sagen, immer Geschützturm ist ja sozusagen aber der schwenkbar. Ist der Geschützturm und kann sich, ja, schwenkbar, von innen sogar, das ist geil. Nee, also die, der MG, vom MG, ja, aber ich meine jetzt, der Geschützturm lässt sich nur im 30 Grad Radius etwa bedienen. Diese Tanks mag ich sowieso nicht. Das ist sozusagen wie der Gun Carrier von der britischen Seite und das Ding ist ja so ein Mistding, das ist eigentlich der schwierigste Panzer im Endeffekt, ne, also vom Steuerung und so. So, wir haben alles aufgebaut. Alles in allem, ich bin eh nicht so der Fan von Tanks. Moment, hier, komm ich rein. Sieht gut aus, sag mal, gab's hier keine Panzersperren? Nee, komisch. Nee. So, jetzt soll mir jetzt erstmal Muni, ich kümmere mich dann gleich um die Tanks. Wo warten die Muni-Stationen? Hier drüben ist da. Hier drüben. Ja, ist da. Wichtig ist immer die Muni-Station für mich. So. Sieht gut aus. Am besten den Tank immer ein bisschen melden, so die Richtung, das ist immer das Wichtigste. Der kommt gleich von rechts, also von da, von wo wir gekommen sind. Von da kommt der. Kannst reinkommen. Von da, wo gerade der Diablos steht. Ist eine Rückwärts-MG noch? Hier vorne haben wir eine Rückwärts-MG, auch nicht schlecht. Hier vorne ist doch ein MG, gibt's hinten nochmal eins? Ja. Habt ihr hinten nochmal eine MG? Ich stelle jetzt hier vorne, wo ihr da hinstellt. Gibt's da nochmal irgendwas? Panzerabwehr oder MG, meine ich jetzt? Nee, ne? Nee, glaube nicht. Okay, alles klar, ich stelle mal hier vorne ein bisschen. Und check mal. Die Lage. Aber ich finde, die haben das schon gut programmiert, die kommen immer von woanders, also schon ganz cool gemacht. Also was kann man leicht coden, programmieren eigentlich? Hier ist niemand hier hinten. Da machen die einfach mit einem Random-Checker, weißt du? So haben die das zumindest programmiert, denke ich mal. Weil ich code ja oder programmiere neben, sag ich, neues Hobby. Echt? So was kann man Sekunden nicht ganz leicht. Aber welche Programmiersprache? Ich mach C-Sharp, dann mache ich noch C++, nebenbei noch Java und HTML.
Aber da kann ich dir dann noch mal was dazu erzählen. Warte mal, die kommen jetzt von vorne hier. Ich krieg von hinten Damage. Fuck, ich bin gleich down. Nein! Kommst du oder was machst du oder machst ich du bin down gegangen. Die kommen gerade da, wo ich stehe. Leute, halt mich, Mann. Oh, dich. Was war das, ey? Okay, ich komme wieder zu euch. Ich komme mal, wir müssen ein bisschen dichter hier zusammenbleiben. Das ist ein bisschen zu unübersichtlich. Ja, ich bin auch. Oh, mich nervt der Untertitel immer, Mann. Ja, wenn die Englisch sprechen. Das nervt mich einfach, dass es auf Deutsch übersetzt wird. Hier, erste Hilfe schadet nicht. Ich bin hier, hab noch einen. Das ist wahrscheinlich besser, wenn man. Hat jemand eine V1 gerufen? Nee. Habt ihr die reingeschossen? Ey, ich bin schon fast tot. Ich hab die nicht gestartet. Hey, lol, warum? Wo kam die JB2? Hä? Ich wundere mich gerade, habt ihr die gestartet oder war das eine feindliche? Ich hab's nicht. War das eine Feind? Oh. Wo vom Fahrzeug getötet? Mitten da drin, Nimo. Ah, ja, in der Straße, Der Tank ist in der Mitte. Wie sieht's damit aus? Ich komm zu dir und halte dich erstmal. Moment. Von wo? Der hat mich durch den eingeschützten Haus hochgeholt. Hast du noch 300 Coins, dann hol uns einfach so hoch. Genau, dann kannst du uns hoch. Über B. Hol über B hoch. Also drück und B. Und welche dann? Links oder unten? Die Spritze oder die Kiste oder was? Die Spritze. Ja, ist klar, ich hab's. Dann brauche ich euch nicht. Ne, sind alle da. Ah, sehr gut, ja. Wow, der Panzer hat mich beinahe wieder geholt. Der Panzer ist immer noch draußen. Der Tank ist kaputt. Das ist sehr nice. Kann mich jemand retzen? Eine Sekunde. Ich sag dir, glaube ich. Ich komm. Ich hab dich gesehen. Moment. Ich hab keine Muni mehr, WTF. Muni, schmeiß mir mal Muni entgegen, jemand. Ich hab keine Muni mehr. Der ist gerade gestorben. Also er lebt wieder. Schmeiß mal irgendwie ganz kurz Muni hin. Ich kann nicht mehr schießen, Leute. Ich hab dreimal auf eine Leiche geschossen. Wir sind fast da. Heiz ihn ordentlich ein. Flammenwerfer-Typ. Ich hab auch keine Muni mehr. Ne, drüben ist die Muni-Station auf der anderen Seite, Mann. Warum ist das hier so getrennt, ey? Ist ja wie in der Verzugsanstalt, Alter. Meine Güte, ey. Einer ist da rausgeflogen, wir sind nur noch zu dritt. Ja, ich bin rausgeflogen. Aha, okay. Wir probieren es jetzt trotzdem noch mal kurz, ne? Ist ja nur noch ganz kurz. Aber du bist irgendwie rausgeflogen, okay. Alter, ich häng fest, was ist das? Mit Bambus kann ich mitdrehen, ich habe auch nur eine 16k Leitung. Mehr gibt die Straße normal. Nicht her. Wir haben es, oder? Ja, haben gewonnen. Also der war unfreiwilliger Disconnect sozusagen. Okay. Boah, ich dachte jetzt schon, als Medic muss ich echt hier konzentrieren, ohne Scheiße. Mir ging jetzt die Muni aus.